Aufbruch in ein großes Abenteuer. Mit drei kleinen und einer etwas größeren Entdeckerin. In der Elternfrage des Monats möchte ich herausfinden, was die Kleinen hier im Waldkindergarten erleben. Mehr als 1500 Waldkindergärten gibt es bereits in Deutschland. Tendenz steigend. Einer davon ist der Waldkindergarten Abenteuerland in Hamburg. Erzieherin Sonja hat den Waldkindergarten zusammen mit ihrem Mann aufgebaut. Sonja, was ist der Unterschied zwischen einem Waldkindergarten und einem normalen Kindergarten? Ja, der Unterschied ist ganz einfach. Unsere pädagogischen Räume, wir haben viele davon, sind unter freiem Himmel und sind ohne Türen und Wände. Unser Hauptkonzept ist tatsächlich, Lebensprozesse erleben, das Tägliche in der freien Natur zu erleben. Hinter jedem Baum ein Abenteuer, unter jedem Blatt ein neues Rätsel. Für die Kinder im Waldkindergarten scheint das Abenteuer nie zu enden. Können wir ein Zelt bauen? Gibt es hier im Waldkindergarten ganz bestimmte Regeln oder dürfen die Kinder hier draußen alles? Natürlich dürfen sie nicht alles, im Gegenteil. Wir haben hier ganz viel Freiheiten, die Kinder haben hier viel Freiheiten, aber das geht natürlich nur, solange das in einem festen Regelwerk passiert. Wichtige Waldregeln nennen wir sie für Kinder. Und das ist zum Beispiel eine Regel, kein Kind verlässt die Gruppe, ist klar. Hier sind keine Wände, hier sind keine Türen, das heißt, hier stößt man nicht irgendwo gegen. Jeder weiß genau, bis wohin er gehen darf. Eine wichtige Regel ist, wir reißen auch nichts von Blättern oder Bäumen ab. Denn wenn wir das tun, dann sieht es hier morgen und übermorgen und nächstes Jahr nicht mehr so aus. Das heißt, die Kinder wissen ganz genau, wie sie mit der Natur umzugehen haben. Sie lernen, die Natur zu achten und zu schützen. Und wenn ich das heute lerne, dann mache ich morgen als Erwachsener auch natürlich, habe ich einen ganz anderen Umgang mit der Natur. Die Kinder eines Waldkindergartens verbringen in der Regel 3 bis 5 Stunden täglich bei Wind und Wetter draußen. Kannst du die Sorgen von Eltern nachempfinden, die sagen, naja, Waldkindergarten, ist das das Richtige für mein Kind? Das ist ja dann immer draußen. Ja, die kann ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Weil man ja immer bedenken muss, von drinnen sieht das Wetter immer anders aus, als wenn man tatsächlich draußen ist. Also ich kenne das, wenn ich im Büro sitze. Wenn ich dann nach draußen schaue, dann denke ich, boah, was für ein Wetter. Aber wenn man rausgeht in die Natur, in den Wald, denkt man, alles ist gut und es ist wunderbar. Und viele Eltern haben Sorge, dass die Kinder das nicht schaffen oder dass es zu viel ist. Aber ich kann immer nur sagen, Kinder lieben die Natur und Kinder brauchen die Natur. Wir Menschen brauchen die Natur. Aber natürlich gibt es Bedingungen, Wetterbedingungen, dass wir auch mal reingehen. Wir haben Schutzräumlichkeiten, aber ich sag mal, das Gros ist immer draußen. Der Tag hier im Waldkindergarten ist viel zu schnell vorbeigegangen. Am liebsten würde ich morgen schon wieder vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal bei der Elternfrage des Monats. Und wenn ihr Fragen habt, dann schickt sie mir an magdalena.neuner@drk.de. Bis zum nächsten Mal.